Nein! Hau zu! Hau einfach nur zu! Ah. Okay, das war's dann für heute. Hey, Wanna. Klar kannst du es teilen. Es ist für die Öffentlichkeit bestimmt. Zeig es jedem, der es vielleicht auch nicht sehen will. Ach Gott, bin ich froh. Was ein ätzender Bossgegner. Und wir haben den Schlüssel in die Tiefen bekommen. Key to the Depths. Ansonsten irgendwie nicht besonders viel. Steht hier eigentlich drauf, wofür das ist? Open Store leading from Lower Berg to Depths. Wird hier irgendwo sein, nehme ich mal an. Okay, dann gucken wir uns jetzt aber mal hier in Ruhe erstmal die Gegend an. Morgen, Corvus. Master Key ist immer gut. Ja, auf jeden Fall. Öffnet die große Truhe. Ich glaube, mehr ist hier gar nicht, ne? Das war's. Das ist hier nur für den Boss. Und für den Schlüssel. Ja gut, aber Tiefe klingt schon mal gut, weil Tiefe brauchen wir ganz unten. Es soll ja die Glocke sein. Ein Master Key für mein Leben. Ich glaube, den erreichst du mit mehr Stream gucken. Einfach mehr Stream gucken. Du siehst ja, allein jetzt in den wenigen Minuten haben wir schon einen Schlüssel gefunden. Das kann nur besser werden. Ich wollte den anderen anwählen. Ich sollte so Lebenstipps-Seminar geben. Ich krieg mein Leben nicht auf die Reihe. Gucken Sie einfach meinen Stream. Jeden Tag von morgens bis abends. Können doch hin und wieder was spenden. Und dann weiß ich auch nicht. Hast du die Kamera heute gespiegelt oder sitzt du woanders? Ich hab's mal versucht, weil gerade im Inventar ist halt irgendwie links unten immer doof, weil man dann irgendwie das Item nicht richtig lesen kann. Deswegen habe ich jetzt nach links, nach rechts rübergezogen und die Kamera gespiegelt. Ob das jetzt nervig und doof ist, müsst ihr entscheiden. Ich kann das auch im Grunde einfach wieder so machen wie vorher. Ja, ich hab doch noch ein ganzes Stück gespielt. Irgendwie ist es echt ein richtig geiles Spiel und man will dann nicht direkt aufhören. Wobei es so viel im Grunde ja auch nicht mehr war. Wir sind dann noch halt zurück, haben uns hier unten alles in Ruhe angeguckt und sind dann eben zum Boss. So, und jetzt hoffe ich mal, dass ich hier nicht völlig versage, von den Typen gekillt werde. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wo es hier hinging. Ich will es mir deswegen nochmal angucken. Ob man den Schlüssel hier irgendwo brauchte. Ach komm! Life Coach. Rope Coach. Ach! Die blöden Drecksviecher. Hier kann man irgendwie nicht durch. Oder kann man das irgendwie sprengen? Aber wie? Das hier ist weiterhin verschlossen. Was ist denn hier?
Ah, ne, hier waren wir auch schon, oder? Muss mir das gerade nochmal genau angucken. Ich weiß es nicht mehr. Ist mal überhaupt nichts. Ich glaube, hier ist auch nichts. Da war noch ein Item oder so. Ja, das haben wir schon. Okay, kann aber so oder so nicht schaden, sich hier das nochmal in Ruhe anzugucken. War hier mit der Tür irgendwas? Nee, die war offen. Und von da oben kamen wir. Kamen wir von hier? Oder kamen wir von hier? Ach, jetzt sind wir hier wieder. Ah. Okay, das heißt, wir kamen von dem anderen Weg. Und das war jetzt quasi nur die Abkürzung, um wieder zu unserer vertrauten Stelle zu kommen, wo wir schon 1 Million Mal verendet sind. So, die Frage ist dann so ein bisschen... Also der Schlüssel war ja von Undeadburg zu Debs. Und das ist jetzt hier Undeadburg. Lowerburg. Ist die Frage. Lowerburg wird dann ja eher das hier unten sein, ne? Von daher sind wir hier eigentlich schon richtig. Da oben ging es, glaube ich, wieder zu dieser Stelle mit dem Drachen. Ich glaube, hier nochmal in die andere Richtung. Da war, glaube ich, nämlich auch noch was. Und ansonsten gibt es schon noch genügend andere Wege, die ich kenne. Bei denen wir noch nicht weitergekommen sind. Das lag da aber immer eher an schwierigen Gegnern als an fehlenden Schlüsseln. Wir müssen demnächst auf jeden Fall mal wieder an den Feuer, allein um die Flasks aufzufüllen. Achso, nee, hier lang auf jeden Fall nicht. Zudem mit der dicken Rüstung schon? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich wüsste, wovon du redest, wenn ich den hätte. Ah, hier lang geht's. Also ich hatte schon einige mit fiesen, schweren Rüstungen, die ich auf jeden Fall nicht besiegt habe. Welche Ringe hast du? Ich glaube gar keinen. Habe ich einen Ring? Ne, keine Ringe. Bisher einen gefunden, den haben wir schon benutzt. Ich weiß ja nicht mehr, von wem du redest. Von daher erzähl mal da nicht so viel. Ich will mir das, ich will das ja dann schon alles selber rausfinden. Ich weiß gerade ganz ehrlich nicht, ob ich mit so vielen Seelen hier lang gehen sollte.
Kommt da unten ein Feuer? Ups. Ich glaube, ich hau erst wieder. Ich hau erst nochmal ab. Ach, das war der Typ mit dieser fetten Keule. Aufnahmen, wo bist du? Na, einerseits gibt es die Sachen auf YouTube, da sind aber noch nicht alle veröffentlicht. Und ansonsten kannst du gucken unter Past Broadcasts. Einfach von letzten Mittwoch der Stream. Aber da musst du dann natürlich ein bisschen suchen, dass du die Stelle findest. Wirst du jetzt auch nicht auf Anhieb, wo die ist. Aber ist alles aufgezeichnet. Das ist die Frage, gehen wir lieber hier zurück? Es macht keinen Unterschied, wir speichern jetzt hier ab. Also musst du nicht gucken, ich meine nur, die Aufnahmen sind alle da. Wenn du unbedingt willst, kann ich es dir auch nach dem Stream in Ruhe raussuchen. Ich glaube, ich würde es relativ schnell finden. Kommt drauf an, was du machen willst. Ach Gott, die sind ja jetzt auch wieder da. Ah, von hier oben sich da rauskämpfen ist natürlich scheiße. Andererseits, wenn ich jetzt hier sterbe, sind die Seelen nicht so weit weg. Und vielleicht überlebe ich es ja sogar. Nee, ich will den nicht. Ich bin nicht so viel höher gelevelt und der hat mich letztes Mal mich einfach gekillt. Den gucken wir uns irgendwann später an. Nee, das ist jetzt neu, Corvus. Ach, diese Stelle meinst du? Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Aber ganz ehrlich, ich freue mich immer darüber, Stellen zu sehen, die ich schon kenne. Die sind immer so... Weiß ich nicht, man fühlt sich schon nur ein bisschen zu Hause hier. An den Typ meinst du dich? Niemals. Ich glaube, ich will ein bisschen Deck skillen. Hauptsache neue Assault Flasks. Alles auf Charisma! Wie gesagt, bei Fallout würde ich es so machen. Beziehungsweise habe ich es gemacht. Ist ja immer die geilste Kombination, dass ich einerseits den Schwierigkeitsgrad aufs Höchste stelle und andererseits nur Charisma und Redegewandtheit level. Sneaky. Redegewandtheit OP. Ja, man kann leider nicht mit jedem komischen Ghoul quatschen. Aber für die interessanten
Stories und Quests ist es halt dann ganz praktisch. Wäre natürlich cooler, wenn auch irgendwelche Todeskrallen sich dann einsichtig zeigen würden. Ich finde ja, dass du in Heroes of Might and Magic auch mehr Diplomatie skillen solltest. Welche Bosse habe ich gemacht? Ich habe den ersten gemacht. Im Tutorial. Ich habe den Taurus besiegt. Ich habe diese zwei Gargoyle-Viecher besiegt. Und ich habe den eben besiegt. Und jetzt geht's runter in die Depths. Ach komm. Immer die schwächere Wahl von den beiden angeboten. Oh Mann. Ja, das Spiel ist halt leider zu einfach für dich. Ich finde ja ganz spannend, wenn man mal unkonventionelle Zauber benutzen muss. Also man hat halt so ein. Es gibt ja in dem Spiel relativ viele Spells und man benutzt ja aber eigentlich immer dasselbe. Also verlangsamen, Eile und so. Und dann muss man halt mal mit Feuerschild und Gegenschlag irgendwie das machen. Dips. So, was haben wir denn hier für ein Item? Large Soul of a Nameless Soldier. Wenn ich an einem Feuer bin, dann verbrate ich diese ganzen Seelen jetzt mal. Weil so viel bringen die halt gar nicht. Und ich dachte mir jetzt, bevor die irgendwie in 20 Leveln wirklich im Vergleich gar nichts mehr bringen. Dankeschön. Verbot von Spells. Ja. Na, halt generell irgendwie Spells, die man so standardmäßig immer benutzt. Weil ich glaube auch, dass ein paar andere Spells, wenn man die geschickt einsetzt, wirklich sehr stark sein könnten. Die sind halt nur nie so stark wie die anderen, wie bestimmte andere Spells, die du benutzen kannst. Wenn du eine neue Waffe findest. Ja, ja, meintest du schon. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe halt jetzt vorhin schon relativ viele verbraten. Weil ich habe mal geguckt und alle Seelen, die ich zusammen hatte, haben mir genau einen Punkt, einen Skillpunkt gegeben. Und das ist dann halt so, dass ich mir denke, naja, ob das den großen Unterschied macht, dann habe ich den lieber jetzt. Als irgendwie in 5 Stunden... Also ich habe die halt größtenteils schon, was heißt größtenteils, ich habe die vorhin schon verbraten. Ich habe natürlich seitdem schon wieder ein paar gefunden. Aber es waren halt alle Punkte zusammen irgendwie 4000 und ich brauchte 3900 für ein Level. Mann!
Ja, klar, es könnten ja viel mehr Punkte sein, aber wie gesagt, ich kann ja die ganzen Seelen zusammenbringen, mir ja nur einen Punkt. Also ich müsste ja dann ja trotzdem Level sparen. Okay, hier ist wieder so eine Nebelwand. Das heißt, dass da wieder ein neuer Boss kommt, nehme ich an. Wenn du Waffe upgraden möchtest. Braucht man da auch diese Seelen? Oder check ich jetzt irgendwas nicht? Ach so, meinst du das, dass ich mir für Upgrades, die Upgrades kosten ja oft nur so 200 oder so, ne? Naja, aber wenn du sagst, ein, zwei Decks fehlen, das ist auf jeden Fall dann zu viel, um das mit Seelen wettzumachen. Ach du Scheiße, der hält ja richtig viel aus. Gut, dass ich hier Abstand halten kann mit der Waffe. Ja, mal gucken, ich kann es mir jetzt wieder erstmal aufheben. Aber halt diese kleinen Seelen zum Beispiel, die haben schon nur noch 200 gemacht. Und das ist halt. Ja, ich dachte, das hat halt jetzt schon wieder schon kaum was gebracht. Und dachte mir so, wenn ich da jetzt noch warte, in 5 Spielstunden, das ist dann echt gar nichts mehr wert. So. Hier gibt es auf jeden Fall lecker Essen. Schönen Eintopf vorbereitet. Rums. Okay, wo auch immer es jetzt hier hingeht. Wir hatten bisher noch keine Mimics. Large Ember. Das? Blacksmith Weapon Ascension. Ach, stimmt, das hat er erwähnt, dass man mit diesen Ember-Dingern kann man dann Waffen wirklich deutlich verstärken. Okay, vielleicht mache ich das dann mit mit der Hellbarde irgendwann mal. Die mag ich ja echt gerne. Hey, Zepnir! Na, wie läuft's? Du bist Divinity am Suchten. Ich vergesse immer, wie genau dieses Spiel heißt. Divine Divinity Sins 2, irgendwie so. Ich bin bei der Serie irgendwie total raus. Aber ich konnte es gut nachvollziehen, was du geschrieben hast mit, man spielt es eine halbe Stunde, guckt auf die Uhr und es ist schon morgens um 3. Das hat man ja immer mal gern mit manchen Spielen. Am schlimmsten war es, glaube ich, bei mir mit Anno. Die spielen schon 6 Stunden. Wollen Sie mal eine Pause machen? Halt die Klappe! Ich habe gerade erst angefangen. War so müde. Ja, ich muss leider sagen, dass ich da halt immer nur so am Rand zugucke. Also ich verfolge das nicht so richtig. Weil dann würde. Entweder es reizt mich richtig, dann würde ich es, glaube ich, lieber selber zocken. Oder halt nicht so. Aber das so immer mal eine Stunde oder so mitkriegen. Ah, ich weiß nicht. Ich schaue dir immer so über die Schulter und guck mir an, wie du da mit irgendwelchen Feuerbällen um dich schmeißt. Nö.
Der hält mich ja so ein bisschen an den Evil Within-Typen hier. Gut, dass wir Abstand halten können. Ja! Das war knapper, als es mir lieb war. Ein Sack. Nehmen wir einen, den können wir über den Kopf ziehen. Charisma plus 2. Ich weiß nicht genau warum, aber dieser Sack hat irgendwie nicht so die allergeilsten Werte. Ja. Also von dem hätte ich jetzt so einiges erwartet. Ja, genau. Ist halt immer ein bisschen schade, weil es bei dem Spiel halt auch nicht wirklich jetzt demnächst ansteht. Also keine Ahnung, ob ich es irgendwann mal spielen werde, aber... Ja, ich bin da immer sehr vorsichtig. Manchmal ein bisschen übervorsichtig, aber manchmal hat es sich halt auch ausgezahlt, dass ich dann gesehen habe, irgendwie, ich spoiler's mir nicht und dann kam es halt, weiß ich nicht, 3-4 Jahre später... Wirklich dazu, dass ich das noch gezockt habe. So eine Falle! Will ich mit 5000 Seelen in die Falle tappen? Ach so, mit dem kann man reden. Okay, there you are. You must help me. Or else she'll have me for lunch. You're my only hope. Oh, please. Ja, wie soll ich dir denn helfen? Kann ich den jetzt freilassen, indem ich das zerstöre oder ist er aufgespießt dann? Thank you. I would have been a supper without you. Been eaten alive. I shudder to think. Thank you. Thank you, dearly. I am Laurentius. Or the Great Swamp. I will not forget my debt to you. Laurentius vom Great Swamp, alles klar, wir sehen uns noch. Ja, genau. The struggle is real. Ich habe auch das hatte ich bei Resident Evil 7. Dass das so zwiegespalten war. Entweder, die Leute waren ein Riesenfan davon und haben es dann aber schon woanders geguckt. Weil natürlich irgendwelche großen Streamer immer nochmal ein bisschen schneller sind, egal wie schnell man ist mit so einem Spiel. Und wollten es dann nicht nochmal gucken. Oder die Leute hat es nicht interessiert und dann haben sie es nicht geguckt. Oder die Leute wollten selber spielen. Naja. Wie man es macht. Bei Dark Souls zum Beispiel habe ich auch schon relativ viele Speedruns gesehen, aber man hatte mal den Vorteil, dass Speedruns einem nicht wirklich irgendwas spoilern. Das ist alles zu schnell, da kriegt man eh nichts mit. Wobei ich jetzt, wo ich das Spiel so ein bisschen kenne, jetzt verzichte ich drauf. Also jetzt würde ich keine Dark Souls Speedruns mehr, würde ich mir die nicht mehr geben. Weil ich jetzt schon wieder zu viel weiß. Jetzt würde es mir wirklich dann irgendwas sagen. Aber wenn man halt von so einem Spiel noch gar nichts weiß, dann spoilert einem so ein Speedrun auch nicht viel. Nein! Was ist das? Ich habe das dringende Bedürfnis, mich zu duschen. Geh weg! Was mache ich denn jetzt mit dem?
Ah, die haben mich ein bisschen an die Zelda-Viecher, die einen immer fressen und dann wieder ausspucken, aber ohne Schild und Rüstung oder irgendwie so. Schild und Schwert, was haben die einem immer abgezogen? Soul of a Nameless Soldier. Das ist besonders gut, besonders viel. Large Soul of a Nameless Soldier. Okay, das heißt, die wird so. Ich glaube, die großen bringen 1000. Die normalen bringen 400 oder so. Und da angeeiert. Ach Gott, klebt hier noch irgendwas an der Decke? Ich bin so froh, dass mich das noch nicht gekillt hat. Der komische Pfropf. Ah. Das ist ja nervig hier unten. Da! Da klebt's! So, Moment, wir haben doch hier einen Bogen. Ich hab den noch nie benutzt. Falscher Knopf. Ach, wir haben keine Pfeile, ne? Ach, geil, wie ihr guckt. Was ist so? Scheiße, wir haben keine Pfeile. Also wird das natürlich nichts. Ach Gott, sind da viele. Ich hab Pfeile. Achso, ich muss die anlegen, ne? Du musst den equippen. Alles klar. Ah. Kommt es jetzt hier hin oder kommt es jetzt hier hin? Ach so, da sind Bolts, hier sind Arrows, alles klar. 16. Ja, 14 ist jetzt aber auch nicht so richtig viel. Nein, wo ist mein... Pfeile anziehen. Du bist eklig, geh weg von mir! Das sage ich zu allen Leuten, wenn ich draußen rumlaufe. Kann man die nicht irgendwie anzünden? Pfeile eignen sich wunderbar als Piercing. Kann ich mir auf jeden Fall gut bei dir vorstellen. Kopf der Hellbarde. Ah ja, Clipping-Fehler. Die werden niemals aussterben. Ach komm, hat man hier nicht mal so einen Flammenwerfer oder so?
Ohr zu Ohr Piercing, ja, genau. Wer denkt sich nur so einen ekligen Krempel aus? Diese verrückten Japaner. Na? Ey, ich bin so froh, dass wir eine Waffe haben, mit der wir halbwegs auf Abstand bleiben können. Jetzt als Schurke mit so einem Messer in der Hand irgendwie. Ich hier noch weniger Spaß dran. Versuch doch mal mit den Dingen zu fahren. Ey, ich habe meinen Charis-Wert nicht gesteigert. Du hast es ja mitbekommen. Nein! Ich bin nicht charismatisch genug für die. Du siehst ja, die sind halt so eine richtigen Schleimbolzen. Die können einem richtig was verkaufen. Und dann kommt hier so ein ungehobelter Klotz. Ja, ein Feuer. Ich kann das Feuer schon sehen, aber jetzt ist hier doch bestimmt irgendwo so eine fiese Falltür. Die FF. Oder auch FIFA genannt. Trau dem nicht. Ah! Es geht! Sei froh, dass sie keinen Tentakel haben. Ja, bin ich. Aber keine Sorge, das kommt jeden Moment. Achso, wir können jetzt mal Hollowing ein bisschen aufheben. Wir haben noch Humanity über. Das ist sowieso gleich weg. Aber es ist sowohl das Humanity weg, als auch, ja, von daher passt es. So, und jetzt wollen wir noch irgendwas leveln ein bisschen. Komm, wir gehen noch einen in Stärke. So. Ach, endlich mal wieder in seiner menschlichen Form. Ist das schön. Achso, hier ist sonst gar nichts. Das ist ein alter Kellerraum, wo man sich mal ein bisschen aufwärmen kann. Auch mal ganz nett. Es ist halt die Frage, ob ich eventuell jetzt, wo ich schon menschlich bin, ob ich nicht eine Humanity aufgeben sollte und das Feuer mal hochleveln, damit ich immer 10 Flasks kriege. Ich glaube, das mache ich. Wir haben noch relativ viele Humanity-Dinger. Machen wir es gleich. So. Das Feuer wird dann auch ein bisschen größer, oder? Vielleicht ein bisschen. So, jetzt sind zwar diese Viecher wieder da, wir wollen ja jetzt hier gleich rechts abbiegen. Bei der nächsten Abfahrt biegen sie bitte. Au! Das hätte ja super funktioniert. Wird hier unten die ganzen Fackeln angezündet. Ja, wer auch immer es war, er hat es nicht richtig gemacht. Die sind nämlich wieder aus. Ja? Ich
Okay, da können wir noch nach unten klettern. Wir klettern ja gleich nach unten. Ich will nur kurz mal gucken, was es hier noch so zu holen gibt. Okay, gibt es hier eine Menge Ratten zu holen? Vielleicht klettern wir erstmal nach unten. Oder kommen die Ratten jetzt? Nö. Das ist not open from this side. Okay, also hier kommen wir, wenn wir dann damit fertig sind, wahrscheinlich wieder zurück. Was sind denn das für eklige Glubschaugen? Hallo! Ratte nicht füttern. Hätten sie dran schreiben sollen, bevor sie so riesengroß geworden ist. Warum auch mal die jetzt in die andere Richtung da hauen? Great Eggs. Ja, die macht wahrscheinlich mehr Damage. Ich will mal gerade nochmal gucken mit dem Gewicht, ob das gerade hinhaut. Aber, ist halt nicht so geil hochgelevelt, ne? Ne, ja, sie macht doch weniger Damage. Wie viel Gewicht tragen wir gerade mit uns rum? Ne. Die Hälfte wären 29,5. Also wir sind immer noch unter der Hälfte, selbst wenn wir den Bogen in der Hand haben. Ja. Also von Werten finde ich es jetzt gar nicht schlecht aus. Die Gegner zeigen mir dann... Ah, das ist eine... Achso, nee, ist nur ein Rad. Das fand ich... Für mich sah es kurz aus wie so eine Bärenfalle. Ich weiß auch nicht, warum. Mal abgesehen davon, dass eine Bärenfalle zu klein wäre für so eine Ratte. Was haben die denn hier mit den ganzen Schleim? Warum auch immer die dann in die andere Richtung erst rennen? Ach, man kann die Dinger kaputt machen? Sewer Chamber Key, okay. Okay, das Ding kann man aber nicht kaputt machen. Soul of a Nameless Soldier. Ah, Bosskampf! Yeah. Na los, dann geben wir es ihr mal.
Warum auch immer ich die gerade nicht blocken kann. Ich hatte die ganze Zeit das Schild oben. Ich glaube, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Wenn ich so recht überlege.